Hi, da sind wir. Willkommen zurück. Wir haben heute wieder Sonntag und ich habe mir überlegt, lass uns doch mal zur Geburtsstätte von Mercedes gehen, da wo die ganzen schönen Autos kreiert werden. Das heißt, wir steigen jetzt hier gleich in den Jag ein, fahren nach Stuttgart, gehen zum Mercedes-Benz-Museum und da in der Nähe ist dann auch ein sehr großer Händler, wo wir uns ein paar richtig schöne Autos auch angucken können. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir noch einen Schritt weiter zur Base, zur Home of AMG nach Affalterbach. Und ich denke, da sehen wir dann die Endstufe eben der ganzen Modelle. Ich freue mich richtig drauf, das wird richtig cool. Und naja, los geht's. Das Wetter wird langsam wieder besser. Heute Morgen hat es ziemlich viel geregnet. Deswegen sieht der Jag auch leider ziemlich schlimm aus. Ich würde ihn eigentlich gerne waschen, aber in Baden-Württemberg ist es sonntags verboten, die Autos waschen zu gehen. Wenn wir hier mal ein bisschen näher rankommen, da sieht man doch ganz deutlich, was ich meine. Das ist sowieso bei Schwarz leider immer ein bisschen auffälliger, würde ich sagen, als bei den meisten anderen Farben. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Deswegen steigen wir mal ein. Zack. Rein. Oh. Ab auf den Startknopf und los geht's. Okay. Raus hier aus dem Parkplatz des örtlichen Supermarkts. Es ist immer wieder schön sonntags, da hat man auch einfach viel mehr Zeit für sich. Gerade noch kurz was von der Scheibe entfernen müssen. Aber jetzt sind wir startklar. Das Schöne beim Jaguar, der hat, also beim F-Type, der hat die Rückfahrkamera sirenenmäßig drin. Das ist allgemein echt krass bei dem Auto. Man kann so infotainmentmäßig da fast gar nichts konfigurieren. Die Head-Unit hier mit dem Navi etc., das ist immer Stock, Standard. Gibt es nur eine Variante, kann man nicht dazu buchen, ist immer Serie drin. Oh wow, schaut mal, da kommt so eine Art Hot Rod. Geil. Also da bin ich jetzt auch kein Experte, aber vermutlich ist es wieder so eine Art Ford Model A, Model B. Model T, nee, Model T ist glaube ich noch älter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also die Head Units, da kann man nichts konfigurieren. Dieses Display mit Navigation und Apple CarPlay ist immer standardmäßig dabei, genauso wie die Rückfahrkamera. Man kann lediglich von der 1 auf eine 2 Zonen Klima wählen. Dann kann man noch eben klar, dieses Dekor-Element hier kann man wählen in Carbon, in unterschiedlichen Designs. Aber sonst die Klappenabgasanlage-Serie, somit auch eben dieser Knopf hier. Am Nebendramm haben wir eben den DC-Knopf, da kann man eben wählen, ob man den in Track haben möchte oder komplett aus. Das hat Jaguar wirklich super gemacht. Also wenn ich jetzt eben vom Normal in den Dynamic-Mode hier wechsle, fahre ich eigentlich grundsätzlich mit dem DC in Track. Das heißt einmal kurz draufdrücken. Ja, so viel mal zum Innenraum. Wir sind gleich auf der Autobahn. Kann man da mal richtig Gas geben. Die Straßen sind leider immer noch ziemlich nass. Aber das ist ja kein Problem für uns, ne? Oh, E63S. Sehr schön. Okay, wir sind jetzt kurz vor der Autobahn. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Dynamikmodus. DSC auf Track. Dann einmal Schaltwebel betätigen, sind wir im Manuellmodus. Wählhebel auf S, dann bleibt er auch immer drin. Man kann natürlich auch, wenn man in D ist, eben Pedal ziehen und man kann kurzzeitig eben manuell schalten, aber dann ja, geht er immer wieder von alleine zurück in den Automat. Das kommt immer schnell vorbei. So, ab auf die Autobahn. Ups, hier ist es sehr nass. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Kurve. Wir sind schon direkt bei 150.
kurzer Zwischenstopp. Auf dem Weg nach Stuttgart fahre ich immer an Leonberg vorbei und da ist mir eingefallen, dass hier ja die Firma Gemballa ist. Hauptsächlich bekannt durch die Porsche-Umbauten. Die Firma ist heute leider zu, deswegen haben wir jetzt keine Chance, größere Einblicke zu bekommen. Aber es ist trotzdem mal cool, hier gewesen zu sein. Es war jetzt auch für mich das allererste Mal. Genau. Weiter geht's. Wir sind mittlerweile in Stuttgart auf der Mercedesstraße natürlich. Wir haben jetzt noch 1,9 Kilometer bis zum Museum. Das ist eigentlich nur noch straight geradeaus auf der Mercedesstraße. Sollte nicht mehr so lange dauern. Angekommen hier in Bad Cannstatt, wollte ich euch nochmal schnell die Porsche Arena zeigen. Und direkt da vorne haben wir auch schon die Mercedes-Benz Arena. Direkt nebendran. Jetzt geht es hier weiter in die Mercedesstraße und vorne rechts haben wir dann das Mercedes-Museum. Ich fahre mal schnell rechts ran. Das möchte ich euch zeigen. Schaut euch das an. Das Mercedes-Benz-Museum vorne mit dem großen Vertragshändler. Ein absolut schöner Platz. Ich würde sagen, wir fahren mal vor, parken und ja, laufen ein bisschen rum. Super, dass man da direkt oben parken und schauen kann. Und wir sind umzingelt von den Sternen. Ist das cool. Und hier sind wir am Mercedes-Benz-Museum direkt neben dem großen Vertragshändler. Wir sind ja schon beim Hochfahren. Da ist ein oder andere Schmuckstück aufgefallen. Wenn wir mal hier vorne stehen, sehen wir ihn. C63S in Schwarz als Coupé. War auch eine lange Zeit einer meiner Favoritenautos vor dem Jack, bevor ich mich doch für den Jack entschieden habe. Wir haben das Aero-Paket, wir haben die großen Felgen, bedeutet vorne 19 Zoll, hinten 20 Zoll in Silber. Würde ich genauso machen. Also ich mag den Kontrast zwischen Schwarz und Silber. Im direkten Vergleich hätten wir noch einen C63S Coupé in Weiß mit dem Night Packet, also schwarzer Spoilerlippe. Schwarze Endrohrblenden, auch echt cool. Wow. Okay, das kommt richtig cool. Der hat jetzt auch, wie man sieht, noch die Performance-Sitze. Und der hat sogar, wie man sieht, die Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen drauf. Also, da meint es wohl einer ernst. Echt cool. Jetzt wieder die Frage, welchen findet ihr besser? Würdet ihr ihn in Weiß nehmen oder in Schwarz? Hier haben wir nochmal einen kurzen Blick auf das Mercedes-Benz-Museum. Hier haben wir doch direkt die B14. Und dort hinten unten ist noch eine Teststrecke von Mercedes. Vielleicht sehen wir da noch ein Stück. Manchmal kann man das ein bisschen sehen, auch die Autos beim Fahren, aber leider nicht immer. Um auch direkt bei den AMG-Modellen zu bleiben, haben wir hier direkt den E63S Facelift. Also die neue Front, schwarz außen, Night Package. Seitlich vorbei. Ui, der goldene Bremssattel verrät schon. Wir haben hier die AMG-Verbundsbremsanlage. Und innen drin sehe ich ja auch wieder die Performance-Sitze. Das neue Lenkrad. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich das neue Lenkrad sehe. Das spiegelt leider ein bisschen. Sieht man vielleicht so besser. Super cool. Wieder Vollleder-Armaturenbrett und Türtafel. Gehen wir mal nach hinten zum Schlachtschiff. Echt, also. Der Überhang hier, der ist ja mal richtig krass. Gibt aber ein sehr elegantes, ja, eine sehr elegante Linie nach hinten hinweg. Die neuen Endrohrblenden. Nehmen wir auch nochmal einen Gesamtblick drauf. Super cool, ey. Richtig schön, gefällt mir. Gehen wir weiter. Hier haben wir den GT43 AMG in Weiß. Oh, was mir gerade auffällt, schaut mal. Carbon hier an den Scheinwerfern. Sehr, sehr cool. Okay, gehen wir mal weiter. Ah, by the way, VIP-Rückläufer. Also ist hier vielleicht auch das ein oder andere YouTube-Fahrzeug dabei. Und hier haben wir eben die Endstufe der Variante, der GT63S in matt-grau mit dem Aero-Paket. Boah, ist das ein Schiff, ey. Krass. Also vielleicht sieht man das nicht auf dem Video, aber das ist so ein riesengroßes Auto. Aber schön. Mir gefällt er wirklich gut. Das wäre so meine
Kategorie an Auto, also meine Wunschkategorie, wenn ich mal eine Familie gründen sollte mit Kindern etc. Ich bin ja nicht so der SUV-Typ und da wäre das hier eben genau richtig. Und da hat es ja schon genug Platz drin. Wow. Ein riesen Platz auch, ne? Ein wirklich großer Platz. Das muss man sich jetzt mal vor Augen halten. Hier ist der Ursprung des Automobils. Gottlieb Daimler hat da vorne in Bad Cannstatt seine Villa gehabt und hat da im Keller angefangen mit dem Viertaktmotor zu experimentieren. Und ja, jetzt über 100 Jahre später sind wir hier, haben ein Riesenmuseum, eine Riesenarena, unzählige Vertragshändler und man kann eigentlich wirklich sagen, dass hier ist eigentlich eine ganze Ortschaft, was alles nur für Mercedes-Benz ist, für die Entwicklung, um uns eben Spaß zu bereiten, um uns Mobilität zu geben. Ist doch einfach krass. Und es ist auch für mich immer wieder ein großes Privileg, hier zu sein und auch hier in der Nähe wohnen zu können. Genau auch bei mir an der Ortschaft, die B10, führt die Bertha Benz Memorial Route vorbei. Das war die allererste Route, die Bertha Benz mit dem allerersten Auto gefahren ist. Also es ist echt krass. Also wirklich, ich fahre direkt eine Minute aus dem Ort raus und auf dem Navi steht schon Bertha Benz Memorial Route. Echt besonders cool. Und hier, wo wir gerade noch sind, haben wir noch ein G63 AMG in dem mattbraun. Wow, wow, das kommt ja richtig geil. Ja, okay, ich muss es zurücknehmen. Also bei einer G-Klasse, da bin ich doch dabei. Da bin ich definitiv dabei. Weiter geht's. C63 S Kombi, AMG GT4 Türer dort hinten und erneut ein AMG GT63 S4 Türer. Mit der Carbon-Keramik-Bremsanlage wieder in diesem matt grau-schwarz, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, was für ein Farbton das genau ist. Eieieiei. Wieder eine schwierige Wahl. Jetzt seid ihr wieder gefragt, den hier oder ein G63? Und weiter geht's mit gleich drei GLC63, zwei als SUV in blau. Wow, die sind ja fast identisch. Und einer als Coupé. Ja, und jetzt geht's weiter. Oh, das ist jetzt bisher mein Favorit. Der AMG GTC Cabrio. Ach, wie ihr wisst, ist ja der GT eigentlich schon lange mein Traumauto. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bestätigt sich's. Das ist doch einfach bildhübsch. Ja, und woran erkennt man es, dass es kein normaler GTS, sondern ein GTC ist? Das ist eigentlich ganz einfach. Der GTC hat eine breitere Hinterachse. Wenn man hier hinten mal schaut. Ups, hier ist mein Finger. Der macht hier nochmal so eine kleine Schulter und für mich auch deutlich attraktiver dadurch. Also das macht für mich locker nochmal 50% Attraktivität aus, die breite Hinterachse. Aber wenn man eben mal vorne drauf steht und hat dann eben dieses Heck, oh, ist das geil. Jawollo. Was haltet ihr eigentlich von Cabrio? Lieber Coupé oder doch Cabrio? Weil beides hat halt seine Vorteile. Ich finde beim Coupé genauso wie beim F-Type eigentlich schöner, wenn der Kofferraum so bündig nach unten geht und nicht jetzt wie hier, dass der Kofferraum halt logischerweise dann halt flach abgehen muss, dass das Verdeck hier runter kann. Aber klar, Cabrio ist halt im Sommer schon geil, wenn du den V8 offen genießen kannst. Ich denke, ich würde beim Coupé bleiben. Was meint ihr? Sehr, sehr cool, die zwei Autos mal nebeneinander zu haben. Der AMG GT und sein Vater, würde ich es mal nennen, dem SLS. Wow, das müsste ein normaler GTS sein, wenn man sieht. Das hintere Seitenteil ragt nicht so weit raus, weil ein GTS. Von hinten betrachtet finde ich den GT schöner im Vergleich zum SLS. Aber so alles in allem, wenn ich jetzt hier wählen müsste, würde ich tatsächlich für den SLS gehen, weil der 6,2 Liter V8 Sauger, das ist halt einfach eine Wucht. Und der hat ja auch schon ein Doppelkupplungsgetriebe, Transaxel, genauso wie eben der GT und eben noch die Flügeltüren. Das ist halt wirklich was Besonderes. Angekommen in der unteren Etage und wir haben hier gleich zwei A45S in Gelb, nebendran C63 W204, AMG GT4 Türer, C63 Cabrio und hier mein Favorit des Tages, mein absoluter Traumwagen, der AMG GTR in matt schwarz. Das ist für mich einfach die absolute Perfektion. V8 Biturbo, Doppelkupplungsgetriebe, Transaxel, also Getriebe hinten. Ein unfassbar breites Heck. Geht einem doch echt das Herz auf. Boah, ist das geil.
Ja, und hier sieht man auch schon direkt die Titan-Abgasanlage. Ein großes Endrohr in der Mitte hat sich auch schon leicht verfärbt, wie man sieht. Und die zwei klappengesteuerten daneben. Das ist es einfach. Schauen wir mal rein. Oh, sogar noch ein Vor-Facelift. Mein Favorit. Ich bin nämlich ein größerer Fan von der alten Mittelkonsole. Eben in dieser V8-Optik. 4 Knöpfe links, 4 rechts. Super emotional zu bedienen, wirklich. Das ist einfach. Wir sind jetzt hier soweit fertig und ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter zur Geburtsstätte der schönen AMG-Modelle nach Affalterbach und gucken, dass wir den vollen AMG-Spirit hier in uns aufnehmen. Und ja, ich bin echt super gespannt. Ah, und wo ich jetzt hier gerade zurück zum Jack laufe, haben wir auch gleich die von mir vorhin besagte Mercedes-interne Teststrecke. Vorne haben wir auch ein paar Nass-Rundflächen und die Strecke zieht sich dann eben auch bis ganz nach hinten. Ja, mit unterschiedlichen Sektionen, mit Hindernissen, mit Rüttelparts etc., wo sie dann wirklich auch alles testen können. Genau, direkt hier am Museum. Immer wieder eine schöne Spielerei. Perfekt. Oh wow, schaut euch mal die Anzahl an Vignetten an. Die G-Klasse hat auch schon ein paar Roadtrips hinter sich. Es ist immer wieder schön hier zu sein und wir haben auch nur 18 Minuten jetzt bis nach Affalterbach zu AMG. Also das ist wirklich tatsächlich alles hier sehr eng beieinander. Geil. Und es ist genauso, wie ich es erwartet hätte. Wir sind hier mitten auf dem Land, mit einer wunderschönen Landstraße. Ja, es hat sie wohl doch eher hier ins Land verschlagen. Echt cool. Ich mag ja sowas total. Gefühlt immer so unscheinbare Orte, wo dann eben doch so große und besondere Dinge dann einfach entstehen. Schild. Ah, links abbiegen, Affalterbach AMG. Das machen wir noch glatt. Affalterbach, geil. Ey, ist doch mega. Man hört so viel immer von den Orten, aber war noch nie da. Parkhaus 1, 2, 3. Die meinen es ernst. Und natürlich alles wunderschön Design. Leute, einen Moment. Ich habe hier gerade etwas erspäht. Da halten wir doch gleich mal kurz an. Das wird gerade echt verrückt. Ich biege hier ab. Erste Parkhaus hier von AMG, was ich sehe. Und was haben wir direkt hier? Könnt ihr sehen? Ein AMG GT Black Series. Wie krass ist das denn? Das erste Mal, dass ich den selber sehe. Wow. In der Launchfarbe. Puh. Leute, Leute, Leute. Ist das ein geiles Auto, Mann. Ja, dann würde ich sogar doch nach dem GTR vorziehen. Okay, ich korrigiere mich. Das ist bisher der Favorit meines des Tages. Ja, und hier sind wir im Herzen von AMG in Affalterbach. Eigentlich muss man sagen, dass das ursprüngliche Herkunftsort ja Groß Asbach ist. Dafür steht ja eben das G von AMG und AM eben für die zwei Gründer Hans-Werner Aufrecht und Erhard Melcher, die eben in den 60er Jahren ja ein großes Herz für Motorsport hatten und mit dem bekannten 300er SEL der Roten Sau viele Pokale abgeräumt haben in den Rennserien. Und so ist es dann hier eben alles entstanden. Man merkt ja auch hier überall, dass hier einfach der Motorsport lebt. Hier haben wir einen weiteren AMG GT Black Series, wieder in der Launch Color Magma Beam Orange, in Gesellschaft von einem E63 in Mattblau, einem GLE63S. Und da vorne habe ich auch noch was ganz Besonderes gesehen. Hier haben einen weiteren Black Series, nämlich den SL65 Black Series. Gehört für mich auch zu den schönsten jemals gebauten Mercedes. 670 PS, 1000 Newtonmeter, das zu der Zeit, aber das ist da, glaube ich, ein Klacks für den 6 Liter Biturbo V12. Ich meine, das macht er dann bei 1,5 Bar Ladedruck. Und da haben wir dann aber auch leider schon das Problem, eben diese Kraft übermitteln zu können, wurde ein, was damals schon leider etwas outdated war, 5-Gang-Wandlergetriebe verbaut. Ja, was funktioniert, aber halt nicht unbedingt die sportlichste war. Aber wenn man jetzt hier nochmal genauer guckt, hinten diese Kotflügel, ist doch einfach krass. Aber genau so muss es sein. Echt schön. Was auch richtig cool ist, dass man hier nochmal die Philosophie von AMG sieht. One man, one engine, home is where the heart is. Und das ist doch, was die Faszination ausmacht, oder? Ein Mann
fängt ein Motor an, ein Mann vollendet ihn. Hier finden die Entwicklungen für die ganzen AMG-Modelle statt, auch für diesen Black Series, den wir da vorne gesehen haben. Ist das cool? Ist das cool? Ja, viel mehr gibt es hier wohl nicht zu sehen, aber es war wirklich besonders für mich, mal hier gewesen zu sein, die Philosophie und Energie von AMG gespürt zu haben. Und natürlich auch mal den GT Black Series sowie den SL65 Black Series gesehen zu haben. Falls ihr hier mal in der Nähe seid, kann ich euch wirklich empfehlen, mal vorbeizukommen, um selbst die Energie zu spüren. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.